Und weiter geht's mit der Space Bay for Soul Harvest. Wir haben unsere Truppen bereit und ich würde sagen, wir stürmen jetzt mal die Zwergenbutze. Und in dieser Folge, die letzten Folgen, haben wir ein bisschen außenrum gespielt, viele Einheiten angeguckt, viele Dialoge geführt, viel außenrum Nebenaufgaben gemacht. Diese Folge wird jetzt mal ordentlich auf den Putz gehauen. Denn hier geht es jetzt wirklich darum, mal ordentlich den Zwergen zu zeigen, was für eine Meinung wir von ihnen haben. Mit Zwergen. Genauso läuft's. Also, nix wie rein und kaputt machen. Ich halte euch die Mistkerle vom Leib. So, Überfall. Ach, die Golems haben sonst einen Nahkampfangriff. Jetzt mal mit ihrer Fernkampfhaltung. Machen die den hier. Und wutz. Das ist böse. Ja. Wo braucht ihr mich? Aha, alles klar. Ein Moment. Ja. Wo sind sie? Da war jetzt nicht sehr viel Widerstand, aber auch nur, weil wir letztes Mal schon gut Vorarbeit geleistet haben. Grenzen ausgeweitet. Gut, dann haben wir hier schon mal einen Start. Besiegt die Zwerge in Dreikott. Findet Mondsilber für Kerger. Findet Zugang zum Gewölbe. Ich würde sagen, wir bauen das Schritt für Schritt aus. Ich bin immer aufmerksam. So, mal schön heilen. Aktiv schon auf die Truppenheilung zu achten, ist schon mit effektivste, was man im Micromanagement mitmachen kann. Neben den Angriffszauber natürlich. Gebäude fertiggestellt. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich nicht so häufig Einheitenfähigkeiten nutzen. Aber ich glaube, die Armbrustschützen defensiv aufzustellen, das kann sich schon mal lohnen. Hier und da. Jetzt auch manchmal schon mal hier. Na kommt schon her. Ich bin hier. Wir haben eine Überraschung für euch. So, und der Posten wird da ausgebaut, denn da soll jetzt dann auch mal gleich die Post abgehen. Ich meine, jetzt haben wir ja noch mal die Möglichkeit, ein bisschen Steine abzubauen. Das kann man ja mal machen. Ich höre. Gab es nicht eine Möglichkeit? Ich glaube, es gab einen Hotkey, alle Einheiten auszuwählen. Ich glaube, das könnte hier und da gar nicht mal so schlecht sein, aber was soll's. Machen wir es fix so. Hier hinten war nichts mehr, ne? Aber wir müssten da runtergehen können, um den Tunnel zu sehen, ne? Allgemein, komm, die Truppen halten mal hier das Gebiet und wir schauen mal da rechts lang. Ha, ein Händler. Was haben wir denn? Ihr werdet hier alles finden, was ihr braucht. Ah. Oh, den Beobachtungsturmkosten zu senken, das könnte sich vielleicht wirklich auszahlen. Den werden wir sehr häufig bauen, wahrscheinlich. Steinbruch wahrscheinlich ebenfalls. Helm der Rotte. Ach so, das Ding, was den Goblin-Halsabschneider immer wieder herbeigerufen hat, das war auch lustig. Ansonsten nichts, was so interessant wäre. Komm, kaufen wir uns schnell ein gutes. Ja, das geht sich so aus. Und? Ansonsten war es, glaube ich. Dann nochmal ein Wachturm. Vielleicht später. Kommt bald wieder. So, das haben wir. Versucht nicht zu entlarven. Dann hier den Gottstein. An dem gesamten Weg wohl kaum irgendwas. Ziemlich ruhig hier. Dem Braten trauen sollte, vor allem so eine. Verdammt groß. Gut, dass ich vorbereitet bin. Das ist einfach ein Feuergolem. Und er ist nicht ohne. Vorwärts. Verhöhne ihn. Ich habe kein Mana mehr. Mana. Der ist nicht ohne. Der hat auch. Sag mal, die Resistenz ist gar nicht mal so hoch. Hat einfach so viele Lebenspunkte. Ich habe nicht das Gefühl, ihm irgendwie Schaden zu machen mit dem Feuerfunken. Der Fall der Leere haut rein. Ihr habt hoffentlich gute Nachrichten. Braucht ihr mich?
brauchte ich gerade, um aufs Maul zu bekommen von dem Golem. Danke. Was ist das? Feuergolem-Kern. Teil eines Feuergolems. Was haben wir denn hier? Fokustrank, Heiltrank und noch mehr Golem-Teile. Gute Frage, was wir mit denen irgendwann mal anfangen können. Da haben wir eine lustige Tür. Und die lustige Tür ist ziemlich lustig. Bleib nah bei mir. Munzilber-Artefakte schon wieder. Eine subtilere Herangehensweise. Verstehe. Wisst ihr was? Dann werde ich mal diesen Posten, den wir hier haben. Ich meine, wir haben jetzt genug Truppen, um erstmal zu verteidigen. Wir haben den Steinbruch. Gibt es ja ansonsten noch irgendwelche Ressourcen? Höchstens ein bisschen wild. Würde ich sagen, nutzen wir die restlichen Posten, um uns hier richtig einzugraben. So in etwa. Ich glaube, da sind wir dann erstmal halbwegs. Machen wir uns mal noch ein paar Armbrustschützen dazu. Stellen sogar mal die Golems defensiv auf. Und dann bleiben wir erstmal mit den Truppen defensiv hier stehen und schauen uns mal die subtilere Herangehensweise an. Ich habe so das Gefühl, das war ja sogar ein extra Level, wenn ich mich recht erinnere. Werden wir mal sehen. Komm, ich speichere nochmal extra. Weil ich habe so das Gefühl... Ich weiß nicht, ob das andere Quest zerstört hatte. Begrabener Tunnel. Als ihr dem dunklen Gang weiter folgt, wird die Luft zusehends schal. Im starken Kontrast zu der kühlen Herbstbrise, die ihr soeben hinter euch gelassen habt. Ihr hustet, als ihr den Geruch nach Schimmel und Fäulnis einatmet. Als der Gang endlich in eine höhlenartige Halle mündet, seht ihr die ersten zwergischen Mausoleen an den Wänden aufgereiht. Wer immer diese Zwerge waren, sie sind schon seit Ewigkeiten vergessen. Mhm. Ja, so schnell sind wir von unserer Mission jetzt doch zu einem anderen... Endlich! Ein Lebender! Seid ihr? Ich habe 300 Jahre auf diesen Augenblick gewartet. Kommt, schließt euch mir an. Jawohl. How about no? Autschi. Ja, das ging ziemlich schnell wieder in eine Kommandomission über. Ich hatte ganz vergessen, dass man hier sogar noch eine extra Mission hatte. Dabei wollte ich jetzt ja groß den Krieg führen. Jetzt sind wir hier rausgekommen. Aber ich habe irgendwie so eine blöde Erinnerung. Angriff! Etwas Bewegung! Dass das irgendeine andere optionale Quest kaputt gemacht hatte. Ha, ihr bekommt gute Zinsen auf eure Investition. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Wohin geht es? Genau, was ich gerade gebraucht habe. Na dann. Ich halte euch die Mistkerle vom Leib. So gut, dass ich vorbereitet bin. Gott, was hier alles los ist. Ich meine, ich kann die Mission ja trotzdem machen. Und selbst wenn es... Ich kann ja kurz vor Abschluss wieder zurückgehen. Der alte zwergische Tunnel. Hm. Interessant. Trank, 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 Geld. Danke fürs Umfallen. Dann? Weiter so. Danke fürs Umfallen. Nur Narren fordern uns heraus. Ich glaube, wir legen, was es alles mit dem Ort auf sich hatte. Silber-Artefakt. Geht's doch noch so weit seitlich. Da muss doch noch was sein. Erledigt sie!
erwischt. Na komm. Okay, wir haben gerade gewaltige Mana-Probleme. Mana. Das glaube ich dir. Wirklich? Ne, stimmt. Tue ich nicht. Aber hier gibt es eine Menge XP zu holen, ne? Das hat durchaus was. Oh Gott, da ist schon wieder einer von den Bränden. Hervorragend. Komm, heim dich mal ein bisschen. Untoter Magier. Ich bin hier. Es wird geschehen. Hohn. Das sind sogar zwei tote untote Magier. Tote Untote. So, eigentlich müssen wir auch mal selbst Untote beschwören. Okay, erwischt. Was ist das? Mondsilber-Artefakt, alles klar. Ja. Och, du liebe Zeit. Ein ungebrochener. Endlich etwas Bewegung. Ha, erwischt und Level up. Ja, nice. Da sag mal echt nicht nein für so einen Bonus. Was haben wir denn hier? So. Hab ich überhaupt irgendwas bekommen mit dem Level up? Am Fertigkeitspunkt, okay. Ich könnte die Ketten jetzt nochmal verbessern. Die Heilung ist ja nicht so wichtig, dafür haben wir Öria dabei. Vielleicht nehme ich die Heilung auf lange Sicht vielleicht sogar komplett raus. Ja, überall natürliche Resistenzen zu erhöhen könnte natürlich auch interessant sein. Aber hier dieses Erdbeben oder die Lavaspalte. Ich glaube, die Feldspitzen waren gar nicht mal so stark, wenn ich mich recht erinnere. Warte. Das war ja gut, das war sowieso auf Stärke basiert, von daher brauche ich mich da gar nicht erst groß drum zu kümmern. Aber die Erdspalte war, glaube ich, interessant und die wurde der Erde ebenfalls. Ach, den Blitz darf ich gar nicht weiter. Oh Mann. Stämme regenerieren, ja, schön und gut, aber ich glaube. Ich würde mal wirklich hergehen. Na komm, dann nehme ich eben die Resistenzen mit. Yria kriegt hier nicht mehr, hier nicht so viel mehr. Die Wiederkehr wird natürlich wichtig. Ja, das war die zweite Chance, war glaube ich auch sehr, sehr gut. Was einfach vampirische Angriffe erlaubt, quasi. Skaliert auch nicht mit irgendwas. Könnte fast wichtiger sein als der Exorzismus. Andererseits, den Exorzismus würde ich trotzdem lieber mitnehmen. Gerade jetzt bei dieser Mission kann das sogar sehr, sehr helfen. Ja. Weiter so. Hier drüben. Gut. Testen wir mal den Exorzismus. Oh ja. Ja. Yria, du hast es versucht. Nur nahe fordern uns heraus. Na dann. Erledigen wir das. Und weiter. Also,
Dafür, dass ich gesagt habe, dass diese Folge so richtig die Action stattfindet, sind wir jetzt wahrscheinlich die gesamte Zeit in diesen Katakomben unterwegs. Ich hatte echt das, sorry, was das angeht, dann also wahrscheinlich erst nächste Runde dann die richtig große Action. Denn. Ich glaube nicht, dass wir die Mission jetzt noch dies. Ich hatte echt gedacht, wir kriegen die Mission in dieser Folge fertig, wenn ich jetzt richtig offensiv reindresche. Sicherlich. Aber da wir jetzt das noch haben, sieht das anders aus. Da brauchen wir vielleicht auch noch eine Folge mehr. Hier entlang. Ich weiß nicht, eine große Zwergenhalle mit einem Sarg drin. Ich weiß nicht, ob ich mich da so lange aufhalten will. Interessant. Was ist das? Oh, eine belebende Hand. Stimmt, hatte ich nicht sogar noch einen Ring, denke ich. Fokus Lebenskraft. Nice. Hi, ihr alle. In Ordnung. Wow. Okay, das war knapp. Elends Regen, so schnell geht das nicht. Einmal Heilung, bitte, Uria. Stimmt, bei euch habe ich noch gar nicht. Warum habe ich eigentlich nicht? Stimmt, bei dir wollte ich ja noch überlegen, Reit. Was machen wir bei dir noch? Feinde werden geschwächt. Ich glaube, dieser Boden wurde auch ziemlich stark, ne? Oh, ich glaube, die Bluternte war auch heftig in Verbindung mit dem Blutregen, den es irgendwie noch gab. Oder Blutspritze. Für jeden Fluch auf den getroffenen Gegner. Ne, für jeden Fluch. Stimmt, und man hat ja mit einigen Sachen unglaublich viele Flüche verursacht. Sowohl mit dem Fall der Leere, als auch mit dem... Ich glaube, der befleckte Boden hat auch unglaublich viele Flüche verursacht. Verstummen und bluten, ja. Leichen zum Explodieren bringen. Wiederbelebung. Wiedergänge. Könnte natürlich auch interessant sein. Ich glaube, ich mache mal diesen Boden. Aber die machen nur kraftlos, keinen anderen Debuff. Na, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so gut. Einträchtig geschwächt bluten. Das sind viele Zustände, die ich ihnen gar nicht mit Flächeneffekten draufgeben kann, ne? Ja, dann warte ich damit vielleicht sogar. Ich meine, gegen Einzelziele schön und gut, die Bluternte. Ich meine, ich könnte trotzdem einen guten Flächeneffekt machen. Blutend und geölt. Aber geölt bringt nichts. Ich weiß nicht, ob ich sowieso überhaupt so großartig auf Dämonologie gehe mit Reit. Reit der Schwarze ist halt eher doch hauptsächlich Nekromant. Der Boden ist zwar ganz nett, aber ich glaube, diese Wiederbelebung und Wiedergänge waren vielleicht sogar netter. Komm, machen wir mal die Hexerei für die Angriffsgeschwindigkeit. Wir können später immer noch überlegen, was wir so machen. Nehmen wir erstmal so ein bisschen ein paar No-Brainer mit. Klar doch. Also das hier... Ganz ehrlich. Was wollt ihr? Ganz ehrlich, das hier. Braucht ihr mich? Schade, dass wir keinen Zwerg dabei haben. Aber ansonsten wird das hier so ein richtig schönes eye-catchy Thumbnail, wenn ich das hier nehme. Einfach nur, wenn die Leute denken, oh mein Gott, der ist in Moria. Genau. Hat was. Aber hey, da habe ich wenigstens ein schönes Bildchen für die Ruinen. Auch wenn es nicht unbedingt geplant war, dass ich jetzt hier bin und so. Aber gut, so ist das nun mal. Ich höre. Ansonsten, ich meine, hier gibt es richtig viel cooles Zeug. Bleib auf jeden Fall. Dir. Keine Frage. Gehen wir auch mal in den rechten Arm rein. Was hat es überhaupt mit diesem Typen auf sich? Mit diesem Geist, der uns empfangen hat. Fragen über Fragen. Hier drüben geht's gar nicht weiter.
Und da ist der... Ah, ist da hinten. Gut, gut, gut. Aber ihr müsst verstehen, also ich habe ja versucht, anhand meiner Kenntnisse aus dem Gedächtnis heraus ein bisschen das Let's Play zu planen, da ich sage, okay, das unterteile ich in diese Folge, das in dieses, aber leider, dadurch, dass es ein Jahr her ist, lassen mich, und ich dann nur einmal gespielt habe und auch nur bis zum gewissen Punkt, der jetzt auch gar nicht mehr so weit entfernt ist, lassen mich meine Erinnerungen natürlich gerne schnell im Stich. Hier entlang. Und dann wird fehlkalkuliert. Grauenvoll. Einfach nur grauenvoll. Wutz, 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 wutz. Kratz. Wird schon schief gehen. Hier hin. Sehr gut. Wohin geht es? Okay. Sicher doch. In Ordnung. Ulla, da ist er ja schon wieder. Ach, süchtiger Geist. Jawohl. Was für Probleme hast du eigentlich? Oh, oh. Wollte gerade sagen, lieber kaputt machen, bevor ich rausfinde, was das macht. Hervorragend. Was war meine? Meins? Hm. Was ich da jetzt an Taubern reinbratzen kann, wenn ich das in Focus-Fire mache, gar nicht mal so schlecht. Feuerfunke bitte, danke. Gold und Lampenöl? Questgegenstand. Interessant. Dämonische Essenz. Von Magin und Alchemisten. Giftbeutel. In Ordnung. Da lang? Gut. Da lang. Nein, da lang. Oh, ich habe fast das Gefühl, das war's dann gleich mit der Gegend hier, ne? Versucht nicht zurückzufallen. Da ist ein Grab. Ach, du liebe Zeit. Was wird geschehen? Ach, Zracknack, der Verfluchte. Das ist ein auch du. Ah, wow, 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 wow. Jetzt bräuchte ich einen schönen Flächeneffekt. Ich glaube, hier möchte ich nicht weiter drin stehen. Hab ich für mich selbst beschlossen. Macht euch bereit. Böser Shit. Klingt gut. Erledigt sie. Ja, Wutz, Lichtstrahl drauf. Wohin? Holla, die Wutfairy. Sicher doch. Geht voran. Das klappt so nicht. Mir fehlt Fokus. So, jetzt. Was haben wir denn hier? Das muss der Körper des Geistes sein. Wir sollten etwas finden, womit wir ihn verbrennen können. Ja. Wie wär's mit meinem Feuerfunken? Mir fehlt Fokus. Ich bin hier. Ach stimmt, wir haben ja Lampenöl gefunden, ne? Gold. Tunnelausgangsschlüssel. Geht das jetzt einfach, nämlich. Sack mit Öl füllen. Ja, erstmal das so. Das muss der Körper des Geistes. Wir sollten etwas finden. Sack mit Öl füllen. Anzünden. Upsi. Was gibt's Neues? Ja. Vielen Dank für das Säckchen. Essenz eines rachsüchtigen Geists. Bergol könnt ihr nutzen. Ah, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Er kam ja damit. Er kam ja damit. Klar doch. Er wollte ja, dass wir das finden für ihn. Ansonsten war es das, glaube ich, ne?
Die Map kommt einem viel größer vor, aber ich glaube, da ist einfach sonst nicht mehr, ne? Irgendwo irgendwelche Zugänge, die ich übersehen habe? Ich glaube nicht. Nope, 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 nope. Na gut. Okay. Dann gehen wir mal hinten wieder raus. Und schauen mal, was wir hier so machen können. Sehr viel machen wir jetzt nicht mehr in dieser Folge, aber zumindest rausgehen und ein paar kleine Sachen zu tun, das wäre nicht schlecht. Lass mal beim nächsten Mal dann wenigstens mit einem Schlag die Mission fertig machen können. Ich habe ganz unterschätzt, wie lang diese Mission gehen konnte. Ich glaube, ist aber auch eine der längeren. Die späteren waren nicht so lang, glaube ich. Oh, nichts ist besser als ein Atemzug frischer Luft. Geben wir den Minenarbeitern das Signal, dass sie mit der Arbeit anfangen können. Ah ne, ich glaube die anderen zählen. Okay, ich glaube, ich habe irgendwas anderes mal falsch gemacht, dass die anderen Quests alle weg waren. Was ist das? Gebäude fertiggestellt. Baut ein. Ah ja, stimmt. Wir sollen einfach mal so einen schönen Posten bauen. Hier, was geht denn mit euch? Wo bauen wir den am besten? Ich würde mal fast sagen, hier vorne. Bitte? Hier wird dann auch der Sammelpunkt für meine Truppen und so. Außerdem haben wir ja, glaube ich, noch. Ne, wir haben keine Arbeiter mehr frei. Und die Eisenschmelze kann auch ein bisschen reduziert werden. Wo war der Tunnel? Tunnel. So, da muss dann erstmal schön der Tunnel gebaut werden. Und Mundsilberverkerker können wir dann immer noch finden. Das rennt jetzt ja nicht weg. Was haben wir denn hier? Bärenfell. Weiter so. Ich glaube, man kommt auch so hierher. Dementsprechend frage ich mich, ich glaube, man hätte auch von so einfach das... Was wäre passiert, wenn man von hinten rum das Labyrinth betreten hätte? Hätte man dann gleich sofort... Ah ne, man bräuchte sowieso erstmal das Lampenöl. Vorher könnte man den gar nicht. Dingsbumsen. Ihr wisst Bescheid, Dingsbumsen. Ich meine, die subtilere Herangehensweise ist schön und gut. Aber ich möchte ja das Mondsilber finden. Wo ich glaube, auf diese Weise käme ich subtil hinten an dieses Mondsilber ran. Ah, Spot, ich wollte gerade sagen, ich habe so ganz böse Vermutung, dass ich das nicht aufbaue. Doch, so geht's. Haha. Die Windholmer werden eine Überraschung erleben. Aber sowas von. Gute Nachrichten. Klar doch. Wisst ihr was? Mit dieser tollen Überraschung, wenn ich ja schon einen kleinen Kampf verspreche, diese tolle Überraschung fangen wir jetzt einfach mal an. Und ich hole mal einen Großteil meiner Truppen her. Ich glaube, die Wachtürme werden wahrscheinlich halten. Wo braucht ihr mich? Jawohl, General. Kommt mal alle mit. Durch den Tunnel. Wir können auch trotzdem Bevölkerung erhöhen. Und noch um einiges mehr Truppen ausbilden. So, alle rüber. Dankeschön. Wo braucht ihr uns? Jawohl. So, jetzt kriegen die Windhäume erstmal ein kleines bisschen Klopus Popus. Sag bloß, ihr habt euch jetzt verhangen. Meine Axt ist geschärft. Okay. Wo braucht ihr mich? Ich bin hier. Werden ein bisschen viele, aber es hat so einen Überraschungsangriff an sich. Wie ist der Plan? Okay. Ja. Dann könnten wir hier einfach. Ich glaube, wir brauchen. Das Versorgungslinien-System wurde ja entfernt vom Spiel. Gehen wir es an. Was so viel bedeutet wie. Das Versorgungslinien-System wurde entfernt. Ja. Wir haben die Forschung an einer neuen Technologie abgeschlossen. Oh, lalalalalala. Was macht ihr denn? Hier entlang? Was gibt General? Es? General? Niemand lebt ewig. Ja. Feuer! Was braucht ihr? Vernichtung! Nehmen wir an die Arbeit. Wo braucht ihr mich? Es wird geschehen.
Oi, Maulwurfsreiter. Da habt ihr recht, das sind Maulwurfsreiter. Das sind ein paar Maulwurfsreiter. Ach du Scheiße. Strengt euch gefälligst an, Jungs. Right, uns mal ein paar von den Untoten. Schalte Gegner aus. Wohin? Oh. Du kannst ein bisschen Heilung gebrauchen. Oh ja, Flächenschaden. Ran damit. Oh, die Heilung war auch schon mal besser. Ich brauche einen Heiler. Sie haben einen unserer Helden getötet. Das habe ich übersehen. Alter Falter, reagieren die heftig. Na dann. Jawohl. Das bin ich. Das tut weh. Ich habe das Gefühl. Das müssen wir dann nochmal laden. Ich hätte nicht gedacht, dass das so heftig wird. Jetzt kommt zwar, kommen wir dann zurück. Aber wir haben eine schöne Wiederaufladung verloren. Ihr habt hoffentlich gute Nachricht. Genau, was ich gerade gebraucht habe. Nö, ich glaube tatsächlich, da gehen wir jetzt glorifiziert unter. Obwohl. Sie haben einen unserer Helden getötet. Ich wollte mich jetzt nicht zurückziehen. Wenn, dann würde ich es laden. Okay. Wir lernen. So einfach ist das noch nicht. Wir brauchen vielleicht wirklich die volle Ladung. Also wir brauchen um einiges mehr Axtkämpfe und um einiges mehr Armbrustschützen, um da jetzt effektiv noch durchzustürmen. Weil das, auch wenn wir jetzt hinten rein sind, die gesamte Armee war ja trotzdem versammelt, glaube ich. Das heißt, da müssen wir trotzdem ein kleines bisschen mehr leisten. Aber okay, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.